Es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit rechten Dingen zugegangen. Es hat keine schwarzen Kassen gegeben, es hat keinen Stimmenkauf gegeben. Es ist das offizielle Statement von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Das Sommermärchen bleibt also das Sommermärchen. Fall abgehakt, weit gefehlt. Auftritt Theo Zwanziger, seines Zeichens Vorgänger von Wolfgang Niersbach beim DFB und sein Erzfeind. Seitdem Niersbach das Amt von Zwanziger übernommen hat, flogen Giftpfeile von einem Lager ins andere. Der Höhepunkt der Feindschaft erreicht nun aber neue Dimensionen. Gegenüber dem Magazin Der Spiegel behauptet Theo Zwanziger: Es ist eindeutig, dass es eine schwarze Kasse in der deutschen WM-Bewerbung gab. Es ist ebenso klar, dass der heutige DFB-Präsident davon nicht erst seit ein paar Wochen weiß, wie er behauptet, sondern schon seit mindestens 2005. So wie ich das sehe, lügt Niersbach. Es steht Aussage gegen Aussage. Wo die Wahrheit liegt, das ist bislang nicht klar. Fest steht aber, diese ominösen 6,7 Millionen Euro bleiben ein Fragezeichen. Laut Niersbach habe das WM-Organisationskomitee diese Summe 2005 an die FIFA gezahlt, um vom Fußball-Weltverband später umgerechnet 170 Millionen zu erhalten, als Organisationszuschuss. Die FIFA widersprach dieser Aussage umgehend. Die Antworten Niersbachs auf der eigens einberufenen Pressekonferenz, sie lassen den Nebel eher dichter werden. Ausgerechnet Niersbachs Erzfeind Zwanziger will wissen, wohin die 6,7 Millionen Euro flossen. Der ehemalige Verbandschef telefonierte nach eigenen Aussagen am vergangenen Dienstag mit Horst Schmidt, dem ehemaligen Vizepräsidenten des deutschen WM-Organisationskomitees. Laut Schmidt soll das Geld an Mohammed bin Hammam gezahlt worden sein. Dieser war von 1996 bis 2011 Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees und ist inzwischen lebenslang für alle Fußballaktivitäten gesperrt worden, wegen Korruption. Ein gutes Stichwort: Korruption ist in Deutschland nach 10 Jahren verjährt. Was auch immer des Rätsels Lösung ist, über strafrechtliche Konsequenzen muss sich Wolfgang Niersbach keine Gedanken machen. Allerdings darüber, was aus seiner Zukunft wird, auch wenn der DFB dem Präsidenten den Rücken stärkt. Aus dem Sommermärchen wird zurzeit ein Drama. Ob es am Ende doch noch ein Märchen bleibt oder doch eher eine Horrorgeschichte wird, bis zur endgültigen Aufklärung wird noch viel Zeit vergehen.